is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Satan wird aus seinem Kerker los. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan losgelassen werden aus seinem Gefängnis und wird ausziehen, zu verführen die Völker an den vier Enden der Erde. Am Ende der 1000 Jahre wird die zweite Auferstehung stattfinden. Dann werden die Bösen von den Toten auferweckt und vor Gott erscheinen, damit das schriftliche Urteil vollstreckt wird. So sagt der Schreiber der Offenbarung, nachdem er die Auferstehung der Gerechten beschrieben hat. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Und Jesaja erklärt in Bezug auf die Gottlosen, dass sie gesammelt werden als Gefangene im Gefängnis und verschlossen werden im Kerker und nach langer Zeit heimgesucht werden. Nun bereitet sich Satan auf einen letzten mächtigen Kampf um die Oberherrschaft vor. Während er seiner Macht beraubt und von seiner Tätigkeit des Betrügens gehindert war, hatte sich der Fürst des Bösen sehr elend und niedergeschlagen gefühlt. Aber wie nun die gottlosen Toten auferweckt werden und er die große Menge von Verbündeten sieht, schöpft er neue Hoffnung. Er beschließt, im großen Kampf nicht zu kapitulieren. Er will all die Heere der Verlorenen unter seinem Banner vereinen und hofft, seine Pläne durch sie durchzuführen. Die Bösen sind Satans Gefangene. Indem sie Christus ablehnten, stellten sie sich unter die Führung des Oberrebellen. Sie sind bereit, seine Vorschläge anzunehmen und seine Befehle zu befolgen. Und doch gibt er sich in gewohnter Verschlagenheit nicht als Satan zu erkennen. Er behauptet, der Fürst zu sein, der rechtmäßige Eigentümer dieser Welt ist und dessen Erbe ihm unrechtmäßigerweise abgerungen worden ist. Er stellt sich seine verführten Opfern als Erlöser dar, versichert ihnen, dass es seine Macht gewesen sei, die sie aus ihren Gräbern geholt hätte und dass er sie nun von der allergrausamsten Gewaltherrschaft erlösen wolle. Da Christi Gegenwart entfernt war, wirkt Satan Wunder, um seine Behauptungen zu stützen. Er macht die Schwachen stark und inspiriert alle mit seinem Geist und seiner Energie. Er schlägt vor, sie zum Lager der Heiligen zu führen und die Stadt Gottes zu erobern. Mit teuflischem Frohlocken weist er auf die ungezählten Millionen, die von den Toten auferstanden sind, und erklärt, dass sie unter seiner Führung sehr wohl imstande wären, die Stadt zu erobern und seinen Thron und seine Herrschaft zurückzugewinnen. The Lord is coming.